Hey, Schorsch, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Story of the Rock Real Wind Waker. Ich bin Shazorino 5 und, ja, welcome zur Filler-Staffel, könnte man jetzt sagen. Weil ab jetzt gibt's Filler-Folgen. Jetzt müssen wir mit einiges an Filler-Folgen arbeiten. Um genau zu sein, das Triforce suchen. Ich kann euch das leider nicht zeigen, weil ich habe hier... Warte mal, ich habe doch irgendwo... Halt mal kurz an. Bevor ich jetzt irgendwo lang fahre, wo ich nicht lang fahren will. Den einen Schatz könnte ich sogar holen, weil das bei einem Augenriff ist und ich sogar weiß, wo das ist. Wie bin ich denn hier gelandet? Ist einfach eine Truhe auf der Insel. War die schon immer da? Waren wir hier schon mal? Da unten ist auf jeden Fall ein U-Boot. Weil ich weiß... Oh, scheiße, da ist zwei von euch. Um genau zu sein, gib mir mal, was ihr habt. Zeigt mir, was ihr habt. Du auch. Wenn wir schon mal dabei sind. Nicht meine beste Idee. Fuck. Guckt mich mal richtig an, ja? Könnt ihr dem aufhören, mich zu ignorieren? Ach, fuck it. Na? Spoioioioioi. Eieieiei. Ich hab ne Lieblingsinsel? Keine Ahnung. Gibt es sowas wie Lieblingsinseln? Ich meine, generell die Inseln in diesem Spiel sind cool. Ich bin ja generell ein Fan von dem ganzen System hier mit dem Meer und alles. Hat so was Abenteuerliches, you know? So, aber... Where's the fish at? Der muss doch hier dann irgendwo sein. Das hat ja auch schon so was leicht Bloodborniges irgendwie. Ich weiß, ich sag das andauernd, dass hier... Ne, dass hier irgendwas Bloodbornig ist, aber mit dem Mond so, das sieht super cool aus. Hey, Jüngchen, was soll der Gott? Bist du richtig vorsichtig, wenn du diese Gewässer hier befährst? Hoch, ich war hier schon mal? Oh ja. Was? Na, keine Zeit, komm. Keine Zeit für das Gesaffe. Da oben war das. Hatte ich den Gebiet hier schon? Oh ja, Tatsache. Hatte ich schon. Mensch, ich bin ja ein Schlauer. Auch das U-Boot hier? Ich meine, wenn ich die Karte hier habe, dann habe ich doch das hier bestimmt auch gehabt, oder? Es wird mich wundern, wenn nicht. Gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Ich könnte schwören, ich war hier mal. Ja, doch, ich könnte schwören, ich war hier mal, weil... Genau wegen euch. Genau wegen euch. Ja, ich sehe da auch eine... Ich sehe da, glaube ich, eine offene Truhe. Ihr habt die Truhe, ist offen. Muss ich nur hoffen, dass ich hier rauskomme. Okay, bye. Ich wollte euch nicht in eurem Schiff stören. So. Das Gute ist, laut meinen Karten... Sekunde. Sofern ich jetzt... Wahnsinnskarte. So, ganz in der Ecke nämlich... ein Triforce-Splitter sein. Und demnach müsste das hier also irgendwo sein. Vielleicht nicht hier, vielleicht auch nicht da. Aber erstmal gucken, was Fischkopf zu sagen hat.
Swap. Wie gesagt, das wird jetzt hier, ne? Okay. Und bist doch mal, mein Junge hier, willst du was malen? Ich mal mal was in deine Karte, ne? Ich hoffe, es ist nichts dagegen. Oh, hauer her. Ja, wo du einen Schwarm Möwen siehst, dann sei besser auf der Hut. Und da ist also ein Riesenkraken. Ja, Riesenkraken. Den wirst von mir. Ich wollte dir nur über Kalamaris erzählen. Ist ein bisschen ungesund, aber tschüss. Ich wollte gerade sagen. Hi. Radikal-Mode. Radikal-Mode. Fight me. Versenkt. Oh, blub, 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 blub. Ja, es sieht nicht aus, als ob ich hier irgendwas groß machen könnte. Also gut. Weiter geht's. Da sollte die Insel sein, wo das Triforce-Teil ist. Wenn ich mich nicht täusche. Und ich täusche mich wahnsinnig selten. Müsst ihr wissen. Sonst immer, als ich mich getäuscht habe, da hat mich ein Kunde zusammengeschissen. Aber das war auch was anderes. Kunden scheißen einen nämlich ständig an. Das ist also nichts Neues. Okay, aber wo ist der Fisch? Where's Fish at? Da hinten. Ich sehe dich. Hier, fress. Mit dem, was ich noch habe, sollte eigentlich genügen. So ein Futter für ihn. Hey Jürgen, ich mache dir was in die Korde. So, wo sind wir jetzt hier? Isarobunzler. Okay. Tütensuppennamen. Ich hätte schon mal was vom goldenen Dreifuß gehört, den Piraten-Captain. Jedenfalls soll sein Schatz hier auf der Insel versteckt sein. Dieser Dreifuß ist auch so ein Bimbo, ne? Also ich meine, komm, wir haben gerade noch einmal Futter. Oh, fuck. Nee. Ach nee, haben wir gar nicht. Sekunde. Halt. Halt. Ich habe noch 5 Mal. Sollst nicht ins Wasser springen? Ach, fuck. Ich habe gar keinen Bock auf dich zu schießen, ja? Gar keinen Bock drauf habe ich da. Ja. What's up? Loser. Selber Loser. Kommst du nur rein, um zu sagen Loser? Wenn ich sehe, dass du failst. Immerhin bin ich nicht heiser. Mir geht's aber inzwischen besser als vorher, also. Klingst aber immer noch wie ein Quietschhähnchen. Und nicht so ein tolles Quietschhähnchen wie Dienstag zum Beispiel. Ja, das war wirklich, da klangst du wirklich nicht mehr gesund. Obwohl, nee, warte, das war Samstag. Samstag und Freitag, da klangst du wirklich ungesund. So, ich bin schon so weit, ich muss jetzt hier die ganzen Triforce-Teile suchen. Das, was viele immer als, ne, Lückenfüller betitelt haben. Ich auch. Zumal hier jetzt im Remake haben die es ja noch geiler gemacht an sich. Ja, ich weiß. Ich krieg das ja mit. Ach ja, du guckst das ja tatsächlich. Du bist ja einer von diesen 2 Leuten, die das tatsächlich gucken. Ich hab halt Wind Waker mag. Ich mag Wind Waker. Hi. Ich mag Wind Waker auch, so ist es ja nicht. Yeah. Blub. So, hier war echt ein Teil von dem Ding. Also laut meiner Karte so zumindest. Oh nö. Och nö, nicht hier schon wieder. Was euch angeht, habe ich den Sack dicht. Halt doch mal. Du Pansen! Okay. Das sind Köpfe, keine Pansen. So.
Ah, fuck. Ihr trollt einen aber auch echt, ne? Ich weiß, dass man die einfach quick killen kann, nur die wollen nicht. Das war sein fucking Scheibenknochen. Oh, come on. Jetzt benehmt ihr euch echt wie Assis. Zack. Zack. Mit dem Hammer. Mit dem Hammer. Rules of Nature. Rules of Hammer. Ey, ich finde den Hammer, der ist einfach super cool. I know. Und er steht dann immer so wie ein Boss. Immer guck ihn dir an. Er guckt wirklich, er guckt dann auch so grimmig, so. Wem soll ich den Schädel einschlagen? Oh, und dann, oh, guck mal, ein Schmetterling. Oh, that's life. That's what all people say. Zum in die Wange kneifen. Ich mag diese Witzung von denen. Ach, komm her. Oh, ihr Viecher. Hm? Was ist los? Oh nee. Ich bin gerade damit beschäftigt gegen Fledermäuse und. Pass auf, Shadow, du scheinst echt Schläge zu mögen. Also so eine Domina? So viel zum Thema Lachen ist gesund, ey. Besser als rumzuheulen. Jo. Brr. Ups. Brr. Bah! Bah! Meine Güte. Geht doch. Blöder Vogel. Wabbidi bibbidi boo. Much better. Ja, wie gesagt, sie ist halt heiser. Da ist, da klingt auch leider Lachen ein bisschen schmerzhaft. Aber sie klingt schon besser als jetzt die Tage. Wirklich, Freitag, Samstag war nicht gut. Okay. Okay. Ihr wollt Zanke. Euch schlage ich einen Schädel ein. Zack. Und du hältst dich für ganz schlau, wa? Da ist ja noch einer. Du hältst dich für ganz schlau, ey. Alter, Reinhardt-Style hier. Wird nicht lang geschnackt. Kriegst einen Hammer auf den Kopf und dann war's das. Wo seid ihr jetzt eigentlich hier gespawnt? Oh, hi. What? Oh ja, thanks. Au. Geld. Oh, shit. Fuck. Ich find's geil, wie die sich hier gegenseitig abmurksen. Au. Ja, muss ich überhaupt was machen gegen euch? Oder macht ihr das selber? Fuck. Ja, ich glaube, ich sollte die 10 schon haben eigentlich. Ist er jetzt einfach wieder in Position gegangen nach dem Motto, ich bin der Größte?
Counter! Schon viel besser. So. Ich glaube, ich sollte von den Dingern 10 haben, oder? Ich habe sogar 20. 22 von denen. So, yeah. Aber wir sind ja jetzt hier sowieso mittlerweile in Sidequest City, also von daher. Nech. Sidequest City. Sidequest City. Von daher, wir haben hier noch einiges zu tun. Ich meine, wir haben jetzt gerade mal das zweite Teil jetzt hier mit. Ich kann gleich mal meine Karte gucken. Ich könnte dem Alten echt einen Besuch abstatten. Die Frage ist, ob das gesund ist für mein gesundheitliches Wohl. Oh yeah! Fehlen 6 weitere, ja. Wir hatten gerade mal 1. 2 sind abgehakt. Eine Karte besitzen wir. Well. Das Gute ist, auf dem Weg, auf dem wir jetzt gerade sind, warte mal. Wenn ich jetzt hier meinem Schiff trauen darf, ne? Ist da unten eine Triforce. Ist ganz relativ weit unten eine Triforce-Karte. Relativ nah von dem Ort, wo wir hier die ganzen Statuen herstellen können. Deswegen, ich werde da wahrscheinlich auch mal halten und das mal machen. Weil ich will mal wissen, wie das aussieht, wenn ich eine lebensgroße Statue von so einem fucking Reed. Lässt du das sein? Ist hier oben noch was? Nee, aber hier sind aus irgendeinem Grund Töpfe. Ich habe keine Ahnung, wie hier Töpfe existieren können, aber okay. Wo ist mein Schiff jetzt? Ach, da ist mein Schiff. Au. Gleich neben meinem gebrochenen Knie. So. Zeit, in den See zu stechen. Mit dem Messer. Fuck. Das wollte ich doch gar nicht. Aus dem Weg. So. Richtung Süden. Ja, jetzt muss ich auf jeden Fall nochmal Futter kaufen. Scheiße. Oh Mann. Ah nee, ich habe noch genügend andere Ideen, wie ich an Geld komme. So. Ist, glaube ich, gerade nicht so wichtig. Aber das hier könnten wir machen, auch wenn ich da absolut keine Lust drauf habe. Weil ich erinnere mich an dieses Minispiel, sag ich mal. Aber die Map ist fast vollständig. Es sieht denn richtig nice aus. Richtig nice. Tja, Jürgen, was willst denn du? Wupp, wupp. Flugplatz. Ironisch, dass es direkt neben Draconia liegt. Von einem Draconia ist westlich von hier liegen jede Menge Felsburgen und Geröll rum. Wir müssen ja einen Schatz finden. Also, heute noch, also gerade die alle umzusehen. Findest du vielleicht auch was? Das wär's von mir. Ich verpiss mich mal wieder. Bye, bye. Ja, der Flugplatz. I remember this place. Gut, wir haben volle Magie. Das ist das Wichtigste. Wo guckst du hin? Da ist... Unglaublich. Oh, Rüdi, wenn du dich im Haushalter in der Luft stellen willst, willkommen, Vogelmann-Wettstreit. Mit welchen Mitteln und Hilfsmitteln du fliegst, interessiert uns nicht. Hauptsache, du fliegst. Uns interessiert, wie weit du durch die Lüfte schaffst, bevor du ins Meer pelumpst. Ich stelle bisher ein bisschen eine Lenke, der Champion aufgestellt hat, aber wenn man im Zieltor markiert, so ist dir tatsächlich gelingen, diesen durchzufliegen, darfst du neue Champion betiteln. Mit deiner 10 Rubine. Wundervoll, dann kletter mal Leiter hoch und machst du den Rest dann. Auch übrigens, mein Rücken kann ich Flügel noch sonst irgendwas erkennen. Aber hier hast du irgendein geniales Hilfsmittel. Ja, habe ich auch. Das weiß nur keiner. Ja, ich muss diese blöden. So, ich grüße Herausforderer. Wenn jetzt hier die Tore einen großen Champions, wir schauen, wie wir durchfliegen. Kriegen wir hin, pass auf.
Muss nur gucken. Weht der Wind denn auch... Ob der Wind denn auch richtig weht? Nur mal sicher gehen. Ich habe ja jetzt kein Turbosegel hier. Yeah, perfekt. Okay, let's do this. Ich glaube, ich habe jetzt schon einen Fehler gemacht. Kann mich aber auch irren. Oh fuck. Der Sturm ist ein Assi. Der Sturm ist ein riesen Assi. Okay. Ich glaube, mir geht hier eher die MP aus. Ich glaube, das ist eher das Problem, weil ich bin noch nicht mal halb da. Okay, ignorier den. Wir nehmen den hier. Sofern ich da überhaupt noch rankomme. Tornado. Would you kindly? Okay, dann nicht. Benimm dich wie ein Riesenassi. Ja, ich habe zu viel MP verschwendet. Und Schluss! Scheiße, es ist Schluss. Mit 200 wurden registriert. Kein Tipp mehr. Ja, Pisskorb. Ja, gut. Ihr habt hier nicht zufällig, ne? Wieso habt ihr hier gar keine MP? Ich will hoffen, dass da oben in diesem Pot irgendwie MP rumliegt. Oder ihr macht mich voll, das geht auch. Ja, man muss immer geradeaus, aber man muss halt auch trotzdem die Dings kriegen. Man muss halt trotzdem die Wirbelstürme kriegen. Von daher... Kamera ist gerade ätzend. Komm her. Genau. Wieso ist die Kamera gerade so unglaublich nah? Perfekt. Das war sehr gut, glaube ich. Ja, das sollte genügen. Jetzt müssen wir nur noch durch. Oh, fuck. Nein! Ah! Weil ich einmal kurz zur Seite gelenkt habe und Schluss! Ich hasse dieses Minispiel. Pisskorb. Ja. Wie soll ich denn das abpassen? Those things don't lie. Meine fucking MP, ne? Falle ich jetzt schon vorher ins Wasser? Oh, das sieht gut aus. Ja, sehr gut. Oh no! Dankeschön, FC! Danke dir fürs Follow! Okay, fuck this one. Fuck. YOLO. Okay, YOLO. Wir gehen YOLO. Das ist doch, oder? Das ist das Tor. Im Ziel! Es entschlacht! Nur weil mit 257 erfüllt mir solche Parade demonstriert. Boah! Vielleicht sollten wir diese fucking Tornados wegnehmen. Da haben Meisterrekord des Bruders gebrochen. Ja, wirklich, zeugt dazu, vorbildlicher Orni zu werden. Der Ex-Champion oben stimmt ja zu, übrigens war ganz zu. Jedenfalls, ja, hier, gib her. Oh yes, Mann. Punktlandung. Ja, wir sind auf Fliegenschuhe und jederzeit wieder. Wie wär's mit Nein? Tschüss. Jetzt habt ihr mir nur meine gesamte MP aufgelutscht, ne? Ja, ihr habt mir meine gesamte MP aufgelutscht. Ihr verdammten Penner. Schiff, don't talk to me. Shut up, don't talk to me. Okay. Aber ich glaube, das ist hier gerade eine gute Situation, mal den Part zu beenden. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.